nu nog subtijd van Portulacaria afra. De deze gaat super ook onder de lampen. Komt alles deze dunne plan. Je ziet alles grün, alles gezond. Die werd ik nog terugschneiden. Je ziet hier schon, hè? Überall frisch. Ja, am Schluss habe ich auch bei Portulacaria trotzdem noch ein wenig geschnitten. Man sieht es hier gut und so sieht es jetzt nach dem Schneiden aus. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wollte kurz dieses Update machen zu der Portulacaria Afra und zu meinem chinesischen Urme. Und die sind beide unter der Lampe und wollte kurz zeigen. Und die bleiben auch noch unter der Lampe. Sobald die Außentemperatur und die Innentemperatur ähnlich sind, dann stelle ich sie raus. Ja, aber die hat sehr gut der Winter verbracht unter der Lampe. Also von dem her geniale Sache. Werde ich nächstes Jahr sicher auch machen, wenn nicht sogar vielleicht noch mit anderen Bäumen. Aber mal schauen, weil es hat super funktioniert. Hier geht es gut. Der Düngerplan funktioniert einwandfrei. Also von dem her, hoffentlich geht es so weiter. Und dann kommt das sicher sehr gut, auch mit dem Wachstum, weil ja, wie ihr seht, sie wächst und treibt und ja. Das war's von meiner Seite zu diesem Update. Ich werde sie jetzt wieder unter die Lampe stellen und dann bekommt sie wieder das Düngerplan und ja, so weiter, bis dann irgendwann sie rauskommt. Und dann den Frühling draußen erleben kann. Das war's, JG Bonsai verabschiedet sich. Danke vielmals für alle, danke, dass ihr euch abonniert und unterstützt so den Kanal und bleibt alle gesund
und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen!